Ghostbusters! Buster, der Bus, sieht aus, als hätte er Spaß beim Drachenfliegen. Pass auf! Oh nein, Scout ist aus Versehen in Buster gekracht. Und jetzt ist sein Drachen weggeflogen. Das hat Scout sicher nicht mit Absicht gemacht, Buster. Schau, was ist das? Ein Brief und er ist an den Weihnachtsmann adressiert. Aber er wurde nicht zugestellt. Ich denke, Buster hat eine Idee. Er wird den Brief selber ausliefern, um sicherzugehen, dass der Weihnachtsmann ihn bekommt. Oh nein, der Brief! Puh, danke für deine Hilfe, Robin. Buster fährt los. Es ist ein weiter Weg zum Nordpol, wo der Weihnachtsmann wohnt. Es ist kalt und schwierig. Pass auf, dass du dich nicht verfährst, Buster. Oh je. Fast da, Buster. Rentierspuren? Schau, da ist der Weihnachtsmann. Buster hat's geschafft. Der Weihnachtsmann begrüßt Buster. Los, gib ihm den Brief. Buster ist so weit gefahren, um ihn zu liefern. Mal sehen, was drin steht. Wow, es wird gefragt, ob der Weihnachtsmann Buster einen Drachen schenken kann. Er ist von Scout. Was für eine tolle Freundin Scout ist. Ich glaube, der Weihnachtsmann weiß, was zu tun ist. Du hast den Brief toll geliefert, Buster. Es ist Weihnachten. Wach auf, Buster. Oh, da ist nichts unterm Baum. Vielleicht hatte der Weihnachtsmann nicht genug Zeit. Warte, da ist doch ein Geschenk. Frohe Weihnachten, Buster. Und da ist es genauso, wie Scout es gewünscht hatte. Ein Drachen, um den Verlorenen von Buster zu ersetzen. Danke, Scout. Was für ein rücksichtsvolles Weihnachtsgeschenk. Thank you.
unterwegs. Buster schaut ihm zu, wie er schnell vorbeifliegt. Doch der Weihnachtsmann ist in den Schnee gekracht. Wie soll es jetzt nur weitergehen in dieser Weihnachtsnacht? Oh, Buster, du kannst vielleicht helfen. Buster, mit magischem Staub kannst du als Schlitten fliegen. Oh, Buster, du kannst vielleicht helfen. Buster, mit magischem Staub kannst du als Schlitten fliegen. Der kaputte Schlitten fliegt heute Nacht nicht mehr. Was macht der Weihnachtsmann? Wie kommt er jetzt weiter? Buster, sei mein Schlitten und bring mich an mein Ziel. Ich streu magischen Staub auf dich, dann fliegst du los mit mir. Oh, Buster, du kannst vielleicht helfen. Buster, mit magischem Staub kannst du als Schlitten fliegen. Oh, Buster, du kannst vielleicht helfen. Buster, mit magischem Staub kannst du als Schlitten fliegen. Buster ist nun der Schlitten und fliegt den Weihnachtsmann. Bringt allen Geschenke und zeigt die Wege an. Buster ist der Schlitten, sieh, wie er da fliegt. Vergiss nicht, ihn zu begrüßen, wenn er da vorbeizieht. Oh, Buster, du kannst vielleicht helfen. Buster, mit magischem Staub kannst du als Schlitten fliegen. Oh, Buster, du kannst vielleicht helfen. Buster, mit magischem Staub kannst du als Schlitten fliegen. Oh, Buster Bus, ja, du hast's geschafft. Dank dir haben alle Freunde einen frohen Weihnachtstag. Oh, Buster Bus, ja, du hast's geschafft. Dank dir haben alle Freunde einen frohen Weihnachtstag. Ja, dank dir haben alle Freunde einen frohen Weihnachtstag. Hallo, Buster. Was siehst du da am Himmel? Oh, wow, den Weihnachtsmann. Er fliegt sehr schnell. Oh, oh, ich glaube, er stürzt ab. Schnell, Buster, geh und sieh, ob der Weihnachtsmann Hilfe braucht. Oh, wow, da sind der Schlitten und die Rentiere. Und schau, da ist der Weihnachtsmann. Oh je, der Schlitten ist kaputt. Wie soll der Weihnachtsmann nun die Geschenke rechtzeitig liefern? Ich frag mich, ob Buster helfen kann. Ich glaube, der Weihnachtsmann hat eine Idee, woran er wohl denkt. Wow, der Weihnachtsmann sitzt auf Buster. Und was ist das für ein magischer Glitter? Oh, Gesundheit, Buster. Na, los geht's. Pass auf den Baum auf. Warte. Wow, Buster kann fliegen. Genau wie Santas Schlitten. Jetzt können sie die Geschenke rechtzeitig liefern. Sieh, da ist Scout. Wo kam das Geschenk her? Gute Arbeit, Buster und Weihnachtsmann. Da ist Diggly. Er dekoriert den Weihnachtsbaum auf dem Stadtplatz. Frohe Weihnachten, Diggly. Da ist Terry auf seinem Bauernhof. Buster und der Weihnachtsmann haben für ihn auch ein Geschenk hinterlassen. Wow, alle Geschenke wurden geliefert. Gut gemacht, Buster. Du hast dem Weihnachtsmann geholfen. Jetzt ist er wieder zu Hause am Nordpol. Das magische Puder wieder. Jetzt verstehe ich, das magische Puder ließ Buster fliegen. Cool. Frohe Weihnachten, Buster. Oh, wow. Zeit für die Weihnachtstalentshow. Bandit ist zuerst dran. Er zaubert. Gut gemacht, Bandit. Oh, Buster sieht nervös aus. Ich glaube, er hat Lampenfieber. Armer Buster. Da ist Scout. Sie ist als nächstes dran und sieht sehr aufgeregt aus. Oh, cool. Sie wird jonglieren. Sehr gut, Scout. Oh je, Buster sieht immer noch nervös aus. Er hat Angst, vor all diesen Leuten auf die Bühne zu gehen. Hurra! Scout ist mit ihrer Aufführung fertig. Jetzt ist Buster dran. Oh, aber Buster mag nicht auf die Bühne.
Mama sorgt sich um Buster. Die Bühne ist leer. Ich glaube, Mama hat eine Idee. Was ist das? Mama ist auf der Bühne. Sie fordert Buster auf, zu ihr zu kommen. Sie werden zusammen aufführen. Hier kommt Buster. Wir wünschen eine frohe Weihnacht, wir wünschen eine frohe Weihnacht, wir wünschen eine frohe Weihnacht und ein frohes neues Jahr. Viel Glück bringen wir, mit Buster singen wir. Wir wünschen eine frohe Weihnacht und ein frohes neues Jahr. Frohe Weihnachten! Oh, gut gemacht, Buster und Mama. Das war schön. Frohe Feiertage, Buster. Oh nein. Buster sieht nicht sehr fröhlich aus, oder? Lass uns mal sehen, was ihm fehlt. Buster sieht gelangweilt aus. Hat er nichts mehr zu tun? Hört ihr alle das? Ja, es ist Busters Freund, der Robin. Aber wo kann er nur sein? Ich kann ihn nirgendwo sehen. Siehst du ihn? Das ist aber ein großer Seufzer von Buster. Sieh mal, da ist er. Und er bringt Busters Kugel. Ich glaube, er möchte, dass du ihm folgst, Buster. Geh schon, lass uns sehen, was er dir zeigen möchte. Oh, er bringt jetzt einen Schal. Super Idee, Buster. Ihr solltet beide einen Schneemann bauen. Sieh mal, wie er seine Räder benutzt, um den Schnee aufzuhäufen. Super, Buster. Wow, das sieht ja schon gut aus. Und da ist der Kopf. Gut gemacht, Robin. Ein Schneemann ist ohne Schal auch nicht komplett. Wofür sind denn die Kohlestücke? Natürlich. Jetzt sucht Robin noch etwas anderes. Oh ja, eine Karotte als Schneemannnase. Was für ein fantastischer Schneemann. Aber sieh mal, Buster denkt, es fehlt was. Wow, das ist eine starke Brise. Und schau, sie hat einen Zylinder zu Buster und Robin geweht. Das ist, was gefehlt hat. Gut gemacht, Buster. Robin stimmt dem zu. Oh, wow. Der Schneemann ist zum Leben erwacht. Buster ist so aufgeregt. Buster hat jetzt nicht nur Robin zum Spielen, sondern auch seinen neuen Freund, den Schneemann. Frohe Feiertage euch allen. Schau, da sind Buster, Scout und Diggly. Es ist Heiligabend und sie freuen sich auf den Weihnachtsmann, der Geschenke bringt. Zeit fürs Bett. Der Weihnachtsmann kommt nicht, wenn ihr wach seid. Oh oh, da ist der heimtückische Bösewicht Bandit Bus. Was er jetzt wohl ausheckt? Der Weihnachtsmann legt Geschenke unter den Baum. Er ist sehr fleißig heute Nacht. Oh nein, Bandit klaut alle Geschenke unterm Baum. Was für ein Bösewicht er ist. Jetzt schleicht er sich weg. Ups, geschieht Bandit recht. Was hat er jetzt gesehen? Den goldenen Weihnachtsstern. Er wird den auch klauen. Oh je, er versucht ihn vom Baum zu ziehen. Schau. Jetzt ist Bandit ganz verheddert. Er wird lange brauchen, sich zu befreien. Es hat die ganze Nacht gedauert, aber Bandit ist endlich frei. Jetzt schleicht er sich mit den Geschenken davon. Oh, armer Buster. Alle Geschenke wurden gestohlen. Ihr seht traurig aus. Bandit ist wirklich der Übelste. Aber warte, was ist das? Was macht Bandit? Schau, Bandit legt alle Geschenke zurück unter den Baum. Vielleicht ist er doch nicht so gemein. Juhu, alle Geschenke sind da. Buster ist sehr glücklich. Frohe Weihnachten. Da ist der Weihnachtsmann. Er scheint mit Bandit nicht zufrieden zu sein. Aber was ist das? Er hat für Bandit auch ein Geschenk unter den Baum gelegt. Bandit hat es sich verdient, weil er die Geschenke zurückgelegt hat. Du hast das Richtige getan, Bandit. Frohe Weihnachten!
Es ist ein brandneuer, verschneiter Tag und Buster kann es kaum erwarten, draußen zu spielen. Es macht so viel Spaß, im Schnee zu spielen. Und das beste Spiel von allen ist eine Schneeballschlacht. Diggly und Scout sind in einem Team. Aber Buster braucht auch einen Mitspieler. Schau, da ist Bandit. Er kann mit Buster im Team sein. Leider verstehen Buster und Bandit sich nicht immer. Zeit, Schneebälle zu werfen. Buster und Bandit verstecken sich hinter dem Hügel. Buster denkt, sie sollten hier entlang gehen. Aber Bandit denkt, sie sollten in die andere Richtung. Oh je, sie können sich nicht einigen. Sie arbeiten nicht im Team. Buster schleicht sich durch die Bäume. Aber Scout hat ihn gesehen. Pass auf! Platsch! Oh je! Bandit versucht, sich hinter den Zaun zu schleichen. Platsch! Für Buster und Bandit läuft es gar nicht gut. Aber schau! Scout und Diggly arbeiten zusammen. Genau! Wenn Buster und Bandit gewinnen wollen, müssen sie im Team zusammenarbeiten. Wusch! Los gehen sie! Genau so gehört es. Jetzt macht die Schneeballschlacht Spaß. Es ist viel besser mit Teamarbeit. Wer warf den Schneeball? Opa? Naja, je mehr Spieler, desto mehr Spaß gibt es. Platsch! Buster wird schnell wach, viel Schnee vom Himmel fällt. Fahr doch mal nach draußen und bestaun die weiße Welt. Es ist so winterlich, zart, es schneit die ganze Nacht. Buster braucht noch einen Weihnachtsbaum, der strahlt in seiner Pracht. Folgt mir in den weißen Traum, Rotkehlchen zwitschert dann. Den besten Weihnachtsbaum, ich weiß, wo man ihn finden kann. Rotkehlchen fliegt davon, durch die Lüfte kalt wie Eis. Buster bahnt sich seinen Weg durch das dicke Weiß. Dann finden sie den Weihnachtsbaum, steht so hoch und dicht. Wunderbar zu schmücken mit viel Kugeln und viel Licht. Dieser Baum, der muss es sein, er wird ganz wundervoll. Fahren wir ihn zum Schmücken heim, oh Buster, das wird toll. Jetzt geht's wieder durch den Schnee. Mama und Opa. Ich frag mich, wohin sie an so einem verschneiten Tag gehen. Oh wow, sie gehen einen Weihnachtsbaum holen. So viele Bäume. Welchen wählen sie nur? Was ist das? Buster möchte den größten Baum, den es gibt. Der ist wirklich groß. Jetzt müssen sie ihn nach Hause bringen. Mama zieht den Baum in ihrem Anhänger. Puh, das sieht schwer aus.
Warte! Oh nein! Der Baum ist zu groß, um durch die Tür zu passen. Aber warte! Opa hat eine Idee. Jetzt versuchen sie, ihn über die Rampe reinzubringen. Nein, das geht auch nicht. Aber jetzt hat Mama eine tolle Idee. Er passt auch nicht durch den Schornstein. Aber Opa hat noch eine Idee. 3, 2, 1, los! Oh je, er passt immer noch nicht. Er ist einfach zu groß. Sieh, da ist Scout. Sie geht ihren eigenen Weihnachtsbaum holen. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Ich frag mich, was er sich ausdenkt. Opa benutzt eine Säge. Wow, sie schneiden den großen Baum in zwei. Scout kann eine Hälfte haben. Die andere Hälfte wird durch die Tür passen. Hurra! So, der Weihnachtsbaum ist genau die richtige Größe für das Haus. Hey, da ist Buster der Bus. Sieht aus, als hätte er Spaß beim Drachenfliegen. Pass auf! Oh nein, Scout ist aus Versehen in Buster gekracht. Und jetzt ist sein Drachen weggeflogen. Das hat Scout sicher nicht mit Absicht gemacht, Buster. Schau, was ist das? Ein Brief. Und er ist an den Weihnachtsmann adressiert. Aber er wurde nicht zugestellt. Ich denke, Buster hat eine Idee. Er wird den Brief selber ausliefern, um sicherzugehen, dass der Weihnachtsmann ihn bekommt. Oh nein, der Brief. Puh, danke für deine Hilfe, Robin. Buster fährt los. Es ist ein weiter Weg zum Nordpol, wo der Weihnachtsmann wohnt. Es ist kalt und schwierig. Pass auf, dass du dich nicht verfährst, Buster. Oh je. Fast da, Buster. Was ist das? Rentierspur? Schau, da ist der Weihnachtsmann. Buster hat's geschafft. Der Weihnachtsmann begrüßt Buster. Los, gib ihm den Brief. Buster ist so weit gefahren, um ihn zu liefern. Mal sehen, was drin steht. Wow, es wird gefragt, ob der Weihnachtsmann Buster einen Drachen schenken kann. Er ist von Scout. Was für eine tolle Freundin Scout ist. Ich glaube, der Weihnachtsmann weiß, was zu tun ist. Du hast den Brief toll geliefert, Buster. Es ist Weihnachten. Wach auf, Buster. Oh, da ist nichts unterm Baum. Vielleicht hatte der Weihnachtsmann nicht genug Zeit. Warte, da ist doch ein Geschenk. Frohe Weihnachten, Buster. Und da ist es genauso, wie Scout es gewünscht hatte. Ein Drachen, um den Verlorenen von Buster zu ersetzen. Danke, Scout. Was für ein rücksichtsvolles Weihnachtsgeschenk. Komm, wir fahren einfach los. Dort ist Toni, sagen wir ihm doch Hallo. Für einen Ausflug stets bereit. Mit deinem besten Freund. Schwer. Doch wer allzu helfen gleich herbei? Buster und Scout, ein Team so treu. Lasst uns fahren die Straßen lang. Ein jeder hilft dem anderen so gut er kann. Wenn am gleichen Strang wir ziehen, sind wir das allerbeste Team.
kommt Buster Bus, sie erglaubt es kaum. Buster Löschfahrzeug zu sein, war immer schon sein Traum. Ashley Löschfahrzeug muss er aufsuchen. Sie denkt, Buster kann gut mit ihr arbeiten. Von heißem Feuer wende dich schnell ab. Ruf an bei der Feuerwehr, dann rettet sie den Tag. Wasserbus an, sieht er nicht gut aus. Mit Leiter und einem Schlauch sieht er verkümmert aus. Höre den Feueralarm, Ashley muss schnell sein. Buster möchte mit ihr mit, doch Ashley fährt allein. Oh je, Todrock, was ist da passiert? Buster lösche das Feuer, das jetzt da brennt bei dir. Von heißem Feuer, wende dich schnell ab. Ruf an bei der Feuerwehr, dann rettet sie den Tag. Robin fliegt hilfreich, Ashley hilft jetzt auch. Zusammen löschen sie es schnell, schon ist das Feuer aus. Von heißem Feuer, wende dich schnell ab. Ruf an bei der Feuerwehr, dann rettet sie den Tag. Hier sind Buster Freunde, sie glauben es kaum. Buster ist ein Löschfahrzeug, nicht mehr.